In diesem Video nehmen wir euch mit in die beliebte Urlaubsregion Khao Lak in Thailand. Und wenn Khao Lak für eins bekannt ist, dann für seine traumhaften Strände. Ja, und wir wollen euch einfach mal unsere 6 Favoriten an Stränden genauer vorstellen. Wir fangen direkt mit unserem Favoriten an, und zwar dem Poseidon Beach, und wir wünschen euch viel Spaß. Enjoy! Der Poseidon Beach liegt ca. 10 Minuten außerhalb von Khao Lak, aber die Fahrt dorthin lohnt sich alle Male. Der Strand ist wirklich traumhaft schön, der üppige Dschungel im Hintergrund und die runden Felsen im Meer sorgen für eine einmalige Kulisse. Außerdem kommt uns das Wasser hier oft klarer vor als an den anderen Stränden in Khao Lak. Am Poseidon Beach gibt es mehrere Strandrestaurants mit Sonnenliegen. Diese sind kostenlos, wenn man vor Ort etwas zu essen oder zu trinken bestellt. Der Poseidon Beach ist über die Jahre zu unserem absoluten Lieblingsstrand in Khao Lak geworden. Es gibt viele schöne Strandrestaurants direkt, wo man lecker essen kann zu guten Preisen. Und die Bucht ist ein bisschen anders wie die weitgezogenen Strände in Khao Lak, mit diesen Felsen im Vordergrund und den üppigen Dschungel im Hintergrund. Eine wirklich traumhafte Kulisse und oder? Ist doch ja, definitiv ist unser Favorit. Und dadurch, dass der Poseidon Beach ein bisschen außerhalb von Khao Lak liegt, ist da auch eigentlich immer sehr wenig los. Also es ist nicht überlaufen, man findet immer eine Liege, wo man liegen kann. Immer ein ruhiges Plätzchen und die Restaurants bieten echt leckeres Essen. Also für so einen Strandtag perfekt. Das geht, genau, also unbedingt beim Poseidon Beach vorbeischauen. Und kommen wir nun zu unserem zweiten Top-Strand in Khao Lak, und zwar der Koh Kak Beach. Der Koh Kak Beach liegt ebenfalls ca. 10 Minuten außerhalb von Khao Lak. An dem langgezogenen Strandabschnitt befinden sich vereinzelt kleinere Strandrestaurants. Man findet hier aber auch immer ein Plätzchen, wo man ganz für sich allein ist. Wir kommen besonders gerne zum Sonnenuntergang hierher. Wir lieben den Koh Kak Beach, denn hier ist noch weniger los. Also der Strand ist super langgezogen und man findet immer ein Plätzchen für sich. Allerdings gibt es halt keine Liegen. Damit muss man dann rechnen, aber wenn man sein eigenes Strandtuch mitnimmt, dann hat man immer ein schönes Plätzchen. Ja. Aber auch also am Koh Kak Beach gibt es verteilt einzelne Strandrestaurants,
wo man auch was essen kann und auch dann liegen kriegt. Aber wir lieben es halt echt, diese Stellen, wo nichts drumherum ist. Da kann man, echt ein Riesenstück Strand für sich ganz alleine, auch gerade zum Sonnenuntergang, einfach ja, ein Traum. Und Kukak Beach, ja, kommen wir immer wieder hin, wenn wir in Kaulak sind. Also der ist auf jeden Fall mit der beste Strand, um Sonnenuntergang zu schauen, weil man da alleine ist, weil man eine wunderschöne Sicht hat und ja, doch, auch einer unserer Favoriten. Ja, und kommen wir nun zum nächsten Strandtipp, und zwar der Strand an der Memories Beach Bar. Liegt ein bisschen außerhalb von Kaulak, man fährt mit dem Roller ca. 15 bis 20 Minuten, aber der Weg lohnt sich definitiv. Der Strand an der Memories Beach Bar ist wirklich wunderschön und fällt sehr seicht ins Meer ab. Das macht diesen Strand zu einem beliebten Surfspot. Auch hier gibt es kostenlose Sonnenliegen. In der Strandbar gibt es leckeres Essen und kühle Getränke. Man kann sich vor Ort Surfbretter ausleihen und Surfunterricht nehmen. Ja, die Memories Beach Bar, ihr habt es gesehen, wirklich ein toller Strand, eine richtig coole Location. Ja, man merkt direkt diesen Surfer-Flair, irgendwie alle sind super locker drauf. Man kann surfen lernen, sich Surfboards ausleihen, alles. Und ja, auch einfach eine Top-Adresse für einen schönen Strandtag, ne? Ja, also die Atmosphäre ist echt richtig cool. Sobald man da ankommt, ist man direkt entspannt. Weil irgendwie, es läuft so Reggae-Musik und man kriegt Cocktails, kalte Getränke, und an sich der Strand ist wunderschön. Allerdings, je nachdem, ob Ebbe oder Flut ist, glaube ich, ist, also das Wasser geht sehr seicht. Ja, ja, genau. Man muss ziemlich weit laufen, um ins tiefe Wasser zu kommen. Aber was für Kaulak ja eigentlich in den meisten anderen Stränden untypisch ist, da geht es halt relativ schneller tief. Und daher die Memories Beach Bar, die haben kleine Kinder, ne, können die ein bisschen im Wasser planschen. Und ja, definitiv eine Empfehlung. Nicht vom Weg abschrecken lassen. Ist machbar mit Roller auch. Ja, definitiv. Und ansonsten mit dem Taxi fahren. Kommen wir zum nächsten Strand. Ja. Und der nächste Strand befindet sich im Lamru Nationalpark. Und zwar ist das der Small Sandy Beach. Da der Small Sandy Beach im Nationalpark liegt, muss man eine Eintrittskarte kaufen. Diese kostet ca. 2,70 Euro. I know man passing by, life is good, best I've ever felt.
Hier gibt es keine Liegen und kein Restaurant. Nur ein kleines Kiosk, wo man Getränke bekommt. Der Small Sandy Beach gehört für uns aber definitiv zu den schönsten Stränden in Khao Lak. Da sich der Small Sandy Beach im Nationalpark befindet, kostet der Eintritt, haben wir im Video schon erwähnt. Aber dieser Eintritt lohnt sich definitiv, ist ja auch jetzt nicht so teuer. Und also wenn man einen wirklich schönen Strand mit traumhafter Kulisse sehen will und die Chance auf Warane haben möchte, dann kommt man zum Small Sandy Beach. Ja, genau. Also für uns von der Optik her eigentlich der schönste Strand in Khao Lak, ne? Ja. Weil es auch, ne, da man hat halt keine Liege, man hat nur einen kleinen Kiosk, wo man ein paar kalte Getränke holen kann. Das heißt echt noch richtig naturbelassen und einfach ja, wunderschön. Und mit dem Eintrittsticket kann man ja auch noch den Chongfa-Wasserfall besuchen. Video verlinken wir euch hier oben. Nächster Strand, ne? Nächster Strand, ja. Den haben wir da. Wir haben den Coconut Beach, ne? Einer der beliebtesten Strände auch in Khao Lak. Liegt zwar auch ein bisschen außerhalb, aber ja. Lohnt sich genauso wie die anderen. I was in the dark against it all, but made it through the day, cause I found my way. I found my way. Der Coconut Beach liegt ca. 20 Minuten außerhalb von Khao Lak und gehört zu den beliebtesten Stränden in der Region. Dementsprechend kann es hier für Khao Lak-Verhältnisse auch mal etwas voller sein. Der Strand ist aber wirklich super schön und ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. So, der Coconut Beach. Definitiv ein super schöner Strand, aber für uns persönlich ein bisschen zu weit weg auch, weil wir meistens in meinem Herzen von Khao Lak irgendwie unsere Unterkunft haben. Und um den Coconut Beach sind zwar auch große Hotelkomplexe, darum ist er sehr beliebt auch bei den Touristen und es ist manchmal auch sehr viel los, ja. Weil die ganzen Leute halt aus umliegenden großen Hotels dorthin kommen. Und ich meine, wir fahren immer wieder gerne hin, wie gesagt, ist ein sehr schöner Strand. Aber wir favorisieren eher andere. Genau, genau. Ja, also das heißt nicht, dass er nicht schön ist, von der Kulisse her auch traumhaft, so wie alle anderen Strände in Khao Lak, aber da ist uns einfach ein bisschen zu viel los und deswegen fahren wir dann lieber zu anderen Stränden. Ja, aber wenn man in Khao Lak ist, sollte man auf jeden Fall auch mal den Coconut Beach einen Besuch abstatten. Und der letzte Strand ist der Nam Thong Beach. Ja, quasi der Khao Lak Stadtstrand, wenn man so sagen kann, genau, der dort mitten in Khao Lak liegt. Kommen wir nun zum Nam Thong Beach. Der Nam Thong Beach ist ein langgezogener Strand direkt in Khao Lak. Da er so zentral liegt, ist hier immer etwas mehr los, aber ohne überlaufen zu sein. Wir kommen immer gerne in den frühen Morgenstunden oder am Abend hierher, um uns sportlich zu betätigen. Tatsächlich sind wir nicht so oft am Nam Thong Beach. Eigentlich immer nur, wenn wir ankommen in Khao Lak, um schnell ins Meer zu springen, weil es wirklich sehr zentral ist und mitten in Khao Lak
erreichbar ist. Und ja, was hat das für einen Grund? Ich weiß nicht, da ist auch relativ viel los oder mehr los als an anderen Stränden. Der ist natürlich auch schön, aber uns sind da, glaube ich, auch zu viele Hotels drumherum und ist ein bisschen zugebaut. Ja, das ist nicht so unser Ding, ja. Aber ist trotzdem schön. Ja, genau, generell auch auf jeden Fall ein schöner Strand mit dem kleinen Leuchtturm im Hintergrund, sehr charakteristisch. Und wir kommen aber trotzdem ja, fast täglich dahin, meistens in den frühen Morgen oder Abend schon ein bisschen Sport zu machen, einfach weil der von Taubach aus ja. In 5 Minuten oder mit dem Roller sogar in 2 Minuten erreichbar ist und man nicht weit fahren muss. Von daher, genau, auf jeden Fall auch ein schöner Strand. Aber, ja. Ja. Das soll es gewesen das sein. Ne? Das haben wir euch unsere 6 Favoriten vorgestellt. Wie gesagt, Khao Lak hat ja, sehr, sehr viele Strände zu bieten, kilometerlange Küste. Und das Tolle in Khao Lak ist im Vergleich zum Beispiel zu Phuket, dass man an den Stränden auch immer mal wieder oder regelmäßig ganz freie Stellen für sich alleine findet und dass da keine, wie Sardinendosen, sagt man ja so schön, ja. Leer herrscht. Ja. Manche mögen das vielleicht, aber wir stehen da nicht so drauf, deswegen ist Khao Lak da echt perfekt für uns. Und wir haben halt auch die Auswahl da, ne? Ja. So, ich denke mal, ja, vielleicht im Kommentar könnt ihr mal schreiben, ob ihr schon den einen oder anderen Strand besucht habt oder was sind eure Lieblingsstrände in Khao Lak. Wir sind auch immer sehr für Tipps dankbar. Und damit wollen wir uns verabschieden, oder? Das war es, ne? Wir würden sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao!